Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Zuerst einmal vielen herzlichen Dank, dass Sie dass Sie quasi mit mir, was ist das Wort, nach dem ich suche? Dass Sie okay damit waren, dass ich am Wochenende mal was anderes gespielt habe. Und einfach mal etwas Toukiden 2 dazwischen geschoben habe. Das ist sehr schön für mich. Bedeutet nämlich, dass ich nicht die ganze Zeit immer ständig das Gleiche mache, sondern auch mal zwischendurch ein paar andere Sachen ausprobieren kann, ganz einfach. Ohne jetzt ein ganzes Spiel komplett durchspielen zu müssen. Was ich mit Toukiden noch überhaupt nicht vorhabe. Von daher hat es sehr viel Spaß gemacht, mal was anderes zu machen. So, jetzt sind wir hier aber wieder in New York. Wir sind bei Assassin's Creed und das heißt, dass ich. Moment, ich muss. Und damit habe ich auch verdammt nochmal die Almanach-Seite verloren. Ich hatte gehofft, sie anfangen zu können. So, was wollte ich sagen? Wir sind in New York. Memory Sequence Nummer 10 hat offiziell begonnen, sozusagen. Und Connor ist der Meinung, dass er mit seinem Vater, Haytham, eine Allianz schmieden kann. Dass es tatsächlich möglich ist, Assassinen und Templer mit ihren doch teilweise gemeinsamen Zielen auf einen Nenner zu bringen. Ich bezweifle das. Aber naja, schauen wir doch mal, was die Story für uns bereithält. Jetzt verfolge ich nochmal diesen einen Herrn hier, der ein Ziel für mich ist. Entschuldigung, hat keiner gesehen. Ne? So, das war ein Templar-Ziel. Und ansonsten möchte ich jetzt eigentlich hierhin, wo die Story weitergeht. Bin schon sehr gespannt, was passieren wird. Wie ich die ganze Sache einfach rein von der Story, von der Geschichte her einschätze, irgendwas wird wahnsinnig schief gehen. Wie immer. Jetzt muss ich hier erstmal durch das Gebäude durchrennen. Das ist immer so ein super Feature. Die Möglichkeit, nicht in Gebäude hinein, aber doch immerhin einmal durchstylen zu können, sozusagen. Oh, das scheint ein Bereich zu sein, in dem ich noch niemals war. Zumindest ist auf der Karte nicht aufgedeckt für mich. Interessant. Fort George. War ich hier noch nicht? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich habe doch alle Forts eingenommen, dachte ich. Ich dachte, ich hätte alle Forts befreit. Irre ich mich da komplett? Faszinierend. Alternate Methods. Hey, Haytham. Und plötzlich ist nachts und ich habe schon wieder andere Klamotten an. Unglaublich. We need to know what the loyalists are planning, if we're to put an end to this. I've tried, but the soldiers themselves are told nothing now, only to await orders from above. Keep digging. Come find me when you have something worth sharing. We're so close to victory. A few more well-placed attacks and we'll be able to put an end to the civil war and be rid of the crown. What do you intend? Well, nothing at the moment, since we're completely in the dark. I thought the Templars had eyes and ears everywhere. Oh, we did. Until you started cutting them off. Your contact said orders from above. It tells us exactly what we need to do. Track down the loyalist commanders. Wo Connor recht hat. Jetzt folgen wir Haytham und der Haytham weiß jetzt plötzlich, wo die Offiziere sich treffen. Das geht mir ein bisschen zu abrupt. Aber wir laufen ihm einfach nach. Ei, guck, eine Kiste. Das war der kürzeste Leap of Faith, den ich jemals gesehen habe in einem Assassin's Creed-Spiel. Na ja, komm. Lauf ihm doch hinterher. Ja, komm, geh mal aus dem Weg hier. So. Haytham, ja, was machst du?
Haytham, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du das unnötig kompliziert machst? Ups. Ich bin. Hallo? Siehst du, man kann es mich auch mit Bäumen lösen, Haytham. Wo will er denn hin? Und warum? Oh, es rauft da. Einmal nach Seite wäre schön, aber dafür bin ich nicht hier. Tada! Have you considered the proposal? I'm unconvinced. To reinforce them would leave New York exposed. It's hard enough maintaining order with our current numbers. Cut in half. Yet if we do not join with them, they risk defeat. And then what? Well, they should have come by sea. Talking in circles. We'll learn nothing watching as we are. Then what do you propose we do? March in there and demand answers? Well, yes. Ambush! Ambush! Connor? Little help here? Ah, Haytham. Leave the commanders alive, Connor. We can interrogate them. Das war nicht das, was ich tun wollte. Ich hatte eigentlich was anderes vor, aber gut. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Ich hatte echt Probleme, mich auf der Karte zu sehen. Das habe ich nicht schlecht gemacht. So, und jetzt zu euch direkt. We'll bring them back to my quarters at Fort George and see what secrets they might share. Really? Well, you'd best get after him then. You go. I will watch the prisoners. No, you do it. Why me? Because I said so. Now go. Okay. Help! I need help! Come no closer! Oh nein! Ah, runter da! Und oh Gott, verdammte Scheiße! Oh, ist das ärgerlich! Ist das ärgerlich! Ist das ärgerlich, wenn sowas passiert! Nein, rund. Oh. Oh, es ist doch alles nicht wahr. Und jetzt? Cool, jetzt habe ich quasi die gesamte Stadt hinter mir. Die Synchronisation. Oh. Tackle the target from above. Ich wüsste nicht mal, wie. Oh, so schon mal nicht. Come no closer. Oh doch. Kill the target, na klar. Stop him. To arms, men. To arms. Save me. Alter! Wie oft soll ich den Knopf drücken? I'll tell you anything you want. Anything, only don't. We just have some questions for you. Cross that threshold, I'm a dead man. There you are, Connor. I was worried you might have gotten lost. Come on, Ben. Okay. Mal sehen, was die Templer da so veranstalten.
Schöner Effekt. Ja, na los. Das ist so ein bisschen wie das mit dem Schwein auf dem Bauernhof, ne? Alter. Warum macht das Spiel das? Warum muss ich den jetzt da so hinstoßen? Meine Vermutung ist, es wird was ziemlich Ekliges passieren. Und das Spiel möchte, dass ich mich mitschuldig fühle hinterher. What are the British planning? Die beiden anderen sind längst tot, oder? That city's finished. New York's the key. They'll double our numbers, push back the rebels. When do they begin? 2 days from now. June 18th. I must warn Washington. You see? That wasn't so very difficult now, was it? I've told you everything. Now let me go. Of course. Ugh. The other two said the same. It must be true. What? You killed him. You killed all of them. Why? They'd have warned the loyalists. You could have held them until the fight was done. What? And with precious time and money on their care? What would be the point? They'd given up everything they knew. I'll meet you at Valley Forge. Has your neighbor damaged your carriage? Ich würde sagen, ah ja, jetzt sehe ich auch, warum die Quest so heißt, wie sie heißt. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine gemeinsame Arbeit mit den Templer mit der Zeit tatsächlich sinnvoll machbar ist. Nicht unter diesen Umständen. So, ich möchte erstmal meine Notoriety loswerden. Komme ich hier rein? Nein, ich muss von der Hauptstraße rein, das ist schade. To all carpenters! Wie nah muss ich denn noch? Komm, ich will dich da einfach nur bestechen. Okay, das Spiel lässt mich hier nicht bestechen. Wo machen wir denn jetzt weiter? In der Frontier? Mit anderen Worten, ich muss echt eine Menge durch die Gegend reiten. Oder? Missinterpretiere ich gerade die Karte? Ich muss nochmal auf die Karte schauen. Five. Als erstes Pferd, als zweites... Nee, da drüben... Das ist doof, das ist echt doof. Wenn ich eigentlich nicht so viel Lust habe, so viel Spielzeit, so viel Videoaufnahmezeit damit zu verbringen, durch die Gegend zu reiten. Gut, aber das gibt mir die Zeit, ein bisschen zu spekulieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Connor unter den gegebenen Umständen tatsächlich mit den Templar zusammenarbeiten möchte. Diese komplett gedankenlose Gewalt, um Ziele zu erreichen,
hat, glaube ich, bis jetzt noch keinem Hauptcharakter in einem Assassin's Creed tatsächlich in den Kram gepasst. Ne? Sind alle ein bisschen... Ja, bringen halt alle die ganze Zeit links und rechts und in der Mitte Gegner um. Aber nicht auf diese Art und Weise. Zumal, wenn Haytham sagt, die beiden anderen haben beide das gleiche gesagt, muss er ja quasi einen umgebracht haben, während der andere dabei zugesehen hat oder zumindest auch im Raum war, und alles sehr, sehr unschön. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Connor da mitmacht. Meine Güte, ist das Wetter schlecht. Hier wollte ich nicht rein, ich wollte hier rein. Da wollte ich nicht hin. Sorry, ich habe hier immer noch Probleme mit Zoom und rein und raus. Dort, und dann möchten wir nach rechts und dann über den Fluss. Okay. Verzeihung. Ich weiß, dass es auch in der Zone hier tatsächlich Schnellreisepunkte gibt. Ich habe sie bis jetzt nur leider überhaupt noch nicht gefunden. Und von daher ist es quasi komplett meine Schuld, dass ich so viel... Oh Gott. Dass ich so viel länger mit Reisen verbringen muss als notwendig. So, und hier dann möchte ich nach... Ich bin in die falsche Richtung abgebogen. Ich will eigentlich nach Norden. Ach, Thorsten. Hier rüber, ne? Geradeaus und dann mit diesem Platz da so links, ein bisschen links abbiegen. Quasi hier so rüber. So, und wenn ich hier rüber bin, was möchte ich dann? Dann möchte ich weiter geradeaus und mich so ein bisschen links halten. Okay. You are now incognito. Sehr schön. Jetzt inkognito bin, heißt wahrscheinlich auch, dass ich jetzt erstmal so schnell kein Ort mehr kommt. Oh, Befestigung. Ist das jetzt nicht so, wo ich Washington... Das ist doch ein... Ich möchte mal kurz mit dem Typen reden, der da... Oh Gott, ich bin so bescheuert. Was zur Hölle? Warum ist das denn passiert? Oh. Ist das schlimm? Ich wollte absteigen und nicht Leute erschießen. Komm, bleib mal hier stehen, Pferd. So, mit dir möchte ich gerne reden. Guten Tag.
Monsieur Connor, a pleasure as always. What brings you? Ah, yeah. I wanted to ask you something. Why is this revolution so important to you? Warum redest du so langsam und leise, wenn du mit Leuten wie ihm redest? Pöbelst Hathem an. Have you ever been to France? Dauert mir zu lange. Ich hatte gehofft, dass die Antwort schneller kommt. Lauf. So. Running. Ich bin ein bisschen zurückgeschreckt, aber ich bin inkognito. Ja. Tada! Hathem, was machst du denn hier? Du Sacknaserig. Broken Trust, würde ich auch so sehen. We should be sharing what we know with Lee, not Washington. You seem to think I favor him, but my enemy is a notion, not a nation. It is wrong to compel obedience, whether to the British Crown or the Templar Cross. And I hope in time the Loyalists will see this too, for they are also victims. You oppose tyranny, injustice. These are just symptoms. Their true cause is human weakness. Why do you think I keep on trying to show you the error of your way? You have said much, yes, but you have shown me nothing. Then we'll have to remedy that, then, won't we? Sir. Hello, Connor. What brings you here? The British have recalled their men in Philadelphia. They march for New York. Very well. Was liest du denn da im Hintergrund, Hathem? If we can rout them, we'll have finally turned the tide. And what's this? Private correspondence. Of course it is. Would you like to know what it says, Connor? It seems your good friend here has just ordered an attack on your village. Although attack might be putting it mildly. Well, tell him, Commander. We've been receiving reports of allied natives working with the British. I've asked my men to put a stop to it. Na super. By burning their villages and salting the land, by calling for their extermination, according to this letter. Not the first time either. Tell them what you did 14 years ago. That was another time. The Seven Years' War. Woher kennen die beiden sich überhaupt? So now you see what happens to this great man when under duress. He makes excuses, displaces blame, does a great many things, in fact, except take responsibility. Enough! Who did what and why must wait? My people come first. Then let's be off. No. You and I are finished. Son. Do you think me so soft that by calling me son, I might change my mind? How long did you sit on this information, or am I to believe you discovered it now? My mother's blood may stain another's hands, but Charles Lee is no less a monster, and all he does by your command. A warning to you both. Choose to follow me or oppose me, and I will kill you. Nicht schlecht, Connor. Nicht schlecht. Reach the old growth forest. Do not touch the ground. Bin mir nicht klar, wie ich das mit Do not touch the ground zu verstehen habe, aber... Stop Patriot Messengers within the time limit? Ich habe erstmal keine Ahnung, was das bedeutet. Locate and neutralize the messengers. Ah. Nein, nein, Pferd, bleib stehen. Ich brauch dich noch.
noch mehr von euch. Ihr Schweinebande. Ey, Pferd. Break Defense. Stirb. Zwei. Break Defense. Stirb. Danke. Hallo Pferd. Bam, 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 bam. Wir lernen also in allererster Linie, alle sind scheiße. Make sure the village is safe. Reach the village and alert the clan mother. Whoa. Das sind Autschen. Das sind ein ganzer Haufen Gegner. Lauf, Connor, lauf! Ich werde das Dorf nicht nochmal brennen sehen. Ich find's lustig, wer die Mütze abnimmt. Ich bin zu Hause, ich nehme die Mütze ab. So, Clan Mother. Radun Hagedun. Boiling water. Oh, na super. Dann auch noch entführt worden. Ist das alles schwierig? Ja, aber nicht so. Ich finde es so schade, dass das vorgerendert ist. Dass ich nicht meine richtigen Klamotten anhabe in den Sequenzen. Was war das denn? Stop them with non-lethal methods. I don't think so. Oh, ja, doch. Denn ihr rennt in euren sicheren Tod.
Oh, ob das alles so gut geht. Ja, komm. Was? What? Und Charles Lee bringt halt. Oh, ist das krass. Nicht schlecht, Charles Lee. Nicht schlecht. Wow. Dann wollte ich so ein Dachsa, denn es ist ein Gweit, das Summa. Sadarissa. Und Gadarissa, und dann ist er hier, Junge. Ist das alles schrecklich. Und es wird alles noch schlimmer und noch schlimmer. Ja, Tena. Das ist ein Danzen. Und sie geht doch jetzt da, ne? Charles Lee Monmouth was at the Hajib. A second heart to Masse, Zina Horton Patriot, Renadino Uni. Jerome Saga, a second nasete. Oh, Doctor Giga Moderio. Runo Dio, what Gwen you? Ungenungue da summa. Oh, Diatanum Statunge. Wenn ich mir den Verlauf der Geschichte, der Historie so ansehe, frage ich mich, ob das Spiel überhaupt ein Happy End haben kann. Requiescat in pace, um es mit Ezio zu sagen. Ach. Ich verwette meinen Hintern darauf, dass Haytham Kenway davon wusste. Aber sowas von. Wie unschön. Wie unschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, dass wir an der Stelle dann mal einen kleinen Schnitt machen. Irgendwas sagt mir, dass es beim nächsten Mal nicht schöner wird. Überhaupt nicht. Aber wir werden sehen, was wir tun können. Bis dahin bedanke ich mich erstmal sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Und sage auf alle Fälle, wie immer, wenn dann jetzt hier mal meine Shortcuts mich nicht mehr im Stich lassen. Tschüss.